Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Müssen wir vielleicht einfach mal den Schwierigkeitsgrad mal runterstellen. Ich möchte es halt vermeiden, dass ich meine Darkstar One hier unnötig krass aufleveln muss, damit das mit den Flak-Missionen noch alles hinhaut. Okay, wirf den Container ab. Und sobald der andere. Okay, wir haben den Container an Bord genommen. Ramirez will, dass du uns ins nächste System begleitest. Dort wartet er bereits auf uns. Verdammt, die schwarze Gesellschaft greift uns an! Wie es jetzt läuft. Soll bei denen bleiben. Okay. Okay. Das war knapp. Nehmt Formation an und dann nichts wie weg in den Hyperraum. Ja, dann gehen wir mal Geleitschutz oder so, ja. Chiron, ich wusste, dass dein Mut ausreichen würde. Und du hast die Frachter-Signaturen. Gut. Diese Verfluchten. Wir fliegen sofort zum Versteck und bringen den Frachter in Sicherheit. Folge dem Frachter und bleibe in seiner Nähe. Na denn. Machen wir das mal. Hier gibt es definitiv auch Polizei und auch ein Schiffswrack für Piraten.
Boah, die sind ziemlich weit weg von uns entfernt, die Polizisten. Oh, wir fliegen zum Schiffswrack sogar, ja. Ja, wir müssen ja halt Pirat spielen, ne? Die Kennungen, die du mir gebracht hast, gehören zu Frachtern meiner Konkurrenz. Die sind randvoll mit Bomben und sollen in der Nähe der Station gezündet werden. Und das würde mich nicht wundern, wenn auch die Raptoren ihre Krallen im Spiel haben. Die freuen sich doch immer, wenn bei uns was in die Luft fliegt. Wir müssen die Frachter unbedingt aufhalten. Die Kennungen werden uns verraten, welche Frachter wir aufhalten müssen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Lass uns hier warten, bis die Frachter das System betreten. Okay. Da kommt der erste Frachter meiner feigen Konkurrenz. Voll mit Bomben. Chiron, wir müssen den Frachter zerstören, bevor er die Station erreicht. Ich muss zum Versteck weiterfliegen. Möge euer Sieg ruhmreich sein. Ja, dann. So, nein. Nicht Hauptmenü. Ich möchte den Schwierigkeitsgrad gern wieder zurückhaben. Soweit das nicht wieder völlig unrealistisch ist hier. Gucken wir mal. Speichern wir das mal eben noch. Das ist dein Ende. Der Frachter ist am Hyperraumtor aufgetaucht. Was war der erste? Pass auf die Jäger auf! Hilfe! Meine Schilde versagen! Du Frechler, was jetzt zu Besten! Die anderen vor der Macht der Mordhawk zittern. Sie sollen uns nie vergessen. Wie auch immer. Lass mal speichern. Ist ja ganz gut gelaufen. Ein ehrenvoller Kampf, Menschling. Deine Schuld ist beglichen. Die Credits für deinen Anteil an der Frachtermission habe ich dir übertragen. Ich warte mit Iona auf der Handelsstation im Cabracol-System auf dich. Okay. Ja, denn.
Na, erstmal weg hier. Tja, so geht's dann halt auch mal. Ist vielleicht ganz schlau, wenn ich erstmal mein Schiff repariere. Und dann mal lande auf der Handelsstation hier zwischendurch. Je nachdem, was da jetzt kommt, als nächstes wieder. Der Container sollte nach hinten. Und der geht nur rum weg. Oh, Schiff repariert. Und gespeichert hat er auch. Das ist nett. Wollte ich das nicht separat machen. Ja, das mit der Musik ist halt so eine Sache auf YouTube leider, ne? Was willst du machen? So, Handelsstation. Dann gucken wir mal, ob er sein Wort gehalten hat. Was ist los? Ärger. Cabo, dieser verdammte Herrensender. Ich hätte ja wissen müssen, dass er nichts taugt. Hat ja auch die Kopfgeldjäger auf Eona gehetzt. Verdammte Schweinerei. Ramirez, was ist mit Eona? Sie ist weg, das ist mit ihr. Du hast deinen Job verdammt zu gut gemacht, Mensch. Cabo dachte, wir sollten dich noch eine Weile ausnutzen. Aber ich wollte das nicht, denn ich hatte dir mein Wort gegeben. Doch für Cabo ist einer, der die Drecksarbeit macht, wichtiger. Wo ist sie jetzt? Sie ist in Cabros Unterschlupf. Er will, dass du noch ein paar Aufträge für ihn erledigst. Üble, ehrlose Aufträge. Dann hole ich sie da raus. Wo ist dieser Unterschlupf? Das gefällt mir, Mensch. Du suchst den Kampf wie ein Mordhawk. Wir haben beide eine Rechnung mit Cabo zu begleichen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sein Unterschlupf wird gut verteidigt. Ich übertrage dir den Schlüssel zu Cabros System. Na, das kann ja was werden hier. So. Und dann gibt's ja noch eine Sidequest. Okay. Tja, dann... Das gibt nur eine größere Aktion mit dieser Eona. Ich daran eigentlich. Forschungsgruppenauftrag des Militärs wurde bewilligt. Es ist mit einer Verknappung an Forschungsartikeln zu rechnen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Darkstar One. Bis dahin, macht's gut oder besser.